So, willkommen zurück bei Titanfall 2. Weiter geht's. Ich glaube, wir können jetzt hier weitergehen. Ah ja, hier. Volle Heilung. Haut ganz schön rein, muss ich sagen. Meine Güte. So, einmal für euch. Das Flugsystem ist schon auf. SRS Vanguard Titan-Guard, Feuer frei. Flugsystem bereit. Das muss doch wehtun. Unser Schutzkopf, in Bewegung bleiben. Attackiere SRS Titan, Vanguard-Klasse. Okay. Flugsystem aktiviert. Ich werde nicht abbauen. Startschuss-Pilot, weiter jetzt. Warnung, Rumpfschaden festgestellt. Das wirst du schießen. Okay. Ach, shit. Das war unsere. Gibt's hier noch irgendwo ein bisschen Heilung? Jo, das ist einer nur, dann muss ich gleich was fallen. Schon verrecke. Nice. Puh. Alter, das bockt ganz schön, meine Fresse. Ich hoffe, das ist für mich das letzte Level. Haben wir jetzt beide genommen? Da vorne ist ein Abholpunkt. Komme! Na los, Pilot, folgen Sie mir! Jawohl! Los geht's, Sarah! Es geht nach oben! Das war der einfache Teil. Sie leisten gute Arbeit, Cooper. Wenn's nach mir geht, haben Sie Ihre Pilotenlizenz. Oh, danke. Hück, hück. Das Ding und ab nach Hause. Geil, neues Loadout. Ah. Nosta. Ah, Clusterraketen wieder? Ja. Achso, Multizielraketen sind das. Erzeugt beim Einschlag anhaltende Explosion. V-Tool Schwebeflug. Ich weiß nicht, Seilfalle, Mine, die feindliche Titans in der Nähe ankettet. Habe ich, glaube ich, lieber das Schild dabei. Ich weiß halt nicht, wie die Cluster-Raketen sind. Wir probieren das mal. Ob die ähnlich Sie funktionieren. Haben noch Zeit, die Lade abzufangen. Vorwärts, vorwärts, Feind im Anmarsch. Oh, shit. Oh. Oh Gott. Was mach ich denn? Okay. Huch, das war unser. Ne, ich glaube, ich nehme wieder das andere. Hat besser gefallen. Das ist eigentlich tot. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich
Gott sei Dank, hier steht noch was rum. Geh da mal weg. Sarah, ich geh nicht weg. Oh, jetzt. Ich hing gerade fest. Einheiten zerstört. Das hebe ich mir wieder auf mein Flugsystem. Wir nähern uns dem Drakonisch. Weiter! Das ist zerstört. Es kommt mir jetzt zumindest vor wie so eine letzte Kampagnen-Mission hier. Weil es hier ganz schön zur Sache geht. Das ist auch bloß so der mittlere Höhepunkt. Auch ganz geil, wenn es noch eine Weile weiter geht, weil bisher gefällt es mir nach wie vor noch äußerst gut. Ruhe, Kontrollpunkt. An alle Einheiten, greif die Drakonis an! Feindlicher Titan gesichtet, greife an! Kommen wir später. Oh shit, ich muss hier weg.
Bruchschaden festgestellt. Ich kann gerade wieder nicht weg. Ja, das ist ein Helm, oder? Titans hier wieder. Auf jeden Fall muss ich einen kriegen. Ach ne, da war kein Helm, das war einfach ein Blaulicht. Flugsystem bereit. Warum? Bruchschaden festgestellt. Was sagst du dazu? Der war gut, der war gut. Shit, shit. Dann nehme ich das nochmal in Anspruch. Flugsystem aktiviert. Einer dürfte es noch sein, ne? Nice. Gut gemacht, Jungs. Und Mädels. Komm, Sarah, weiter. Fuck, ey. Das ist das Riesenraumschiff. Alter, geil. Gut, die Lade aus der IMS Draconis. Die Lade ist unterwegs. Ab jetzt bevor diese abheben kann. Wir sehen uns in Kürze. Hier schon abgehoben. Wie denn? Okay, ich glaube, wir werden jetzt selber abgeholt und in das Raumschiff verfrachtet, oder? Coopers Logbuch. Die Draconis fliegt mit der Lade auf dem kürzesten Weg zur Faltwaffe. Wir folgen ihr an Bord einiger weiter geht's. Ich konnte es nicht aussprechen. So. Huh, alter, fuck, Raketenwerfer. Nice. Fett, ey. Oh, das ist eine geile Action. Kann ich runterspringen? Verstanden, 6 Meter unterwegs. Und los geht's! Hier ist Captain Meer von der Brack. Wir leisten Unterstützung. Feindliches Geschwader in Sicht. Marcher in Riegel. Kommen wir ihnen zuvor. Ein bisschen aus wie ein Avatar. Fox 2, Fox 2. Rakete ist draußen. Treffer 1. Treffer 2. Sauberer Treffer. Bestätige Treffer bei allen Verfolgern. Okay. Schon echt nett gemacht, also die ganze Kampagne bisher echt gut, echt gut. Ja, da war da so ein Heilungskanister. Was macht denn da so ein Heilungskanister? Oh fuck. Was bist du denn? Hey, das ist mal so ein Schiff in Ruhe, oder was? Viper. Genau. Ha. Ich hab dich, Kleiner. Wo soll ich denn? BT. Okay. Boah, dann halt so, ne? Genau. Ich hau mich weg, ey. BT, nimm mich mit. Da kommt ihr nicht vorbei. Cooper, ich brauche auf der Walter einen Piloten, der das Deck sichert. Ich soll die Kontrolle über die Malta übernehmen. Okay. Mach ich? Verstanden, 6-4. Sie schmeißen das, Cooper. Der schmeißt mich jetzt in der Luft dahin. Genau. Ha! Wie letztes Mal. Nein. Bei Würfen zwischen zwei beweglichen Plattformen müssen deutlich mehr Variablen berechnet werden. Ja, du machst ja schon. Viel Glück. Oh. Fuck. Alter. Okay. Willkommen auf der 6-4, Cooper.
Bring mich mal nah ran. Ich muss darüber. Direkt zur Brücke bringen. Da sind zu viele Geschütze. Setzen Sie am Heck ab. Von dort müssen Sie sich dann nach vorne durchschlagen. Kontakt, links. Cooper, ich fliege so nah wie möglich ran. Sie müssen im richtigen Moment springen. Jetzt, los! Richtig. Wir geben von hier Deckung, Kuh. So, Freunde. Feierabend mit eurem Spießchen hier. Alles in die Luft jagen wollen, oder was? Gegner unter der Treppe! Hinter der Ecke! Linke Seite sicher! Was haben die denn hier für Waffen? Hier für euch. Okay. Nehme ich halt die mit, wenn ich hier für Munition bekomme. Jawohl, gib mir Deckung. Wenn ich da einer? Da oben. Haha. So, ich hab ein Scharfschützengewehr dabei. Nö. Wo ist meine Elster? Ich die mit. Raum gesichert! Commander Briggs, hier ist die Bridge! Wir werden zwischen den Geschützen erweitern und die geht automatisch hoch. Hab schon den Knopf gesucht. Wir arbeiten dran. Durchhalten. Okay. Kuppern unterwegs zur primären Geschützbatterie der Malzer. Ich weiß nicht, ob das heißen wird. Kuppern, Beeilung! Hoch hier, ja. Okay. Shit, das wollte ich nicht nachladen. Okay. Shit, ich hab keine Granaten mehr. Aber die habe ich noch. Schiff stehen. Fuck, ich hab keine Granaten mehr. Ah, oh, shit, den hab ich gar nicht gesehen. Soll ich? Okay. Das waren wohl alle. Ich sehe keine Feinde mehr. Bereit halten, Cooper. 6-4 kommt an Bord. Auf der Malta sind noch immer aktive Flugabwehrkanonen. Sie müssen auf der Brücke deaktiviert werden, bevor wir landen können. Sind dran. Gute Arbeit, Cooper. Guter Feuerschutz. Sind wir nicht da?
Meine Briggs, wir werden Ihre Hilfe brauchen. Verstanden, Herr. Bin unterwegs. Unsere Brücke geht durch den Hangar da drüben. Irgendwelche Vorschläge? Briggs hier, was soll ich machen? Tür schließen und Schiff ruhig halten. Er denkt nicht. Nein, nein, Moment mal. Mir nach. Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Beleg deinen Arsch, Davis. Jetzt von hier bis darüber? Schaffe ich das? Na haha, wieso können die denn weiterspringen als ich? Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Beweg deinen Arsch, Davis. Hä? Bin ich dumm? Wie soll ich da denn rüberkommen? Ich liebe diesen Job. So, dann mach mal vor. Wieso können die... Ach so. Ach so. Ja, okay. Ich bin wirklich dumm. Yeah, baby. Oh, shit. Durch. War klar, dass jetzt nochmal ein schönes Folge-Gefecht zu Fuß kommt. Nachdem wir jetzt so lange mit den Titan noch mal unterwegs waren. Heißt es. So, das ist ein scheuerer Schrotflint. Ich mag das nicht so. Wir kommen da aber nicht durch. Hallo? Ding ist kugelsicher. Wir versuchen's durchs Glas. Ziel erfassen. Wir tippern der Treppe. Tango auf den Zwischendeck. Wohnladungen sind bereit. Hey, guck, passen Sie auf, wie die 6-4 das macht. Sind Sie bereit, Pilot? Bereit. Das bin ich. Durchbruch, Durchbruch! Ja, genau, kein getroffen. Das. 6-4 zu mir. Cooper, zur Konsole des Captains. Deaktivieren Sie die Geschütze. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich. Haut rein. Ciao.